Okay, ich würde mal sagen, wir kommen hier nicht. Das kennen wir ja schon. Vertrauen nicht dem Sheriff. Was ist das denn? Das Schloss sieht alt aus. Mit einem Schlag kann ich die Abdeckung wohl entfernen. Ja, dann hau doch mal drauf. Nee. Vielleicht kriegen wir hier einen Backstein. Wer hat denn da gepfiffen? Bäh. Das kann ich nicht mit bloßen Händen herausziehen. Oh! Over here. Hi. I saw Wilson drag you in here. Were you unconscious? Turns out Black worked for the mayor as his doorman. He offered tourists Black Mamba and they disappeared. Here, take this. That's the least I can do. Hope you manage to find a way out. And I mean out of this town and far away from here. Was a pleasure. Okay, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Vielleicht können wir hier jetzt... Genau. Oh, Schlüssel. Ja, nee, ist klar. Wir hauen da erstmal drauf. Und dann mit den Dietrichen... Schon wieder sowas. Okay, okay, das haben wir soweit. Sehr schön. Dann kommen wir hier auch wieder raus. Ekelhaft. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Sehr schön. Dann sind wir jetzt wieder hier draußen. Okay, er ist Gott sei Dank nicht hier. Vielleicht können wir jetzt den Tresor endlich öffnen. Sehr schön. Oh, ein Ventilrad. Sehr viel Geld. Und ein Brief. Meine Suche beschränkt sich jetzt auf die letzte Kammer der Mine. Wenn ich das Artefakt beschaffe, werde ich Ihre Bitte wie vereinbart erfüllen. Bleiben Sie wachsam, Sheriff. Das ist Ihre letzte Bezahlung. Das ist viel Geld. Ja, sagte ich ja schon. Oh, oh. Vorname Owen Charles. Nachname Duffer. Mutter Catelyn, Vater Gary. Nationalität British. Alter 29, Größe 1,75, Augen grün, Beruf ehemaliger Soldat, derzeit unbekannt. Grund des Aufenthalts Urlaub. Oh, der wird beschattet, so wie es ausschaut. Sonst können wir hier nichts weiter gucken. Nee, können wir nicht. Okay. Hier können wir uns wieder was basteln. Flaschenöffner. Ah, Flaschenöffner, Flaschenöffner, Flaschenöffner. Das hier? Nee. Okay, fangen wir halt von da an. Das ist eine Feder. Feder, Feder, Feder. Die will er nicht. Okay, der Katze fehlt ein Kopf. Bitteschön. Tja, Feder dachte ich vielleicht das. Aber vielleicht ist auch was anderes gemeint. Nee, doch nicht. Ich musste nur weiter runter. Ein Knopf und eine Schere. Der Rasierer. Können wir irgendwas öffnen? Ah ja. Rasierklinge. Gefährliches Etwas. Tintenfass und Klebeband. Die Augenklappe und der Drahtschneider. Okay. Hatten wir das schon gelesen? Ja, ich glaube schon. Wir sind anscheinend hier soweit fertig. Oh, es fängt an zu regnen und es wird windig. Ventil. Wofür war der Transformatorschalter nochmal? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wir haben sonst nichts weiter zu erfüllen hier. Dann gehen wir direkt mal hier hin. Oh nee, warte mal, ein zurück. Hier ging es ja auch noch rein. So, da. Da haben wir es doch.
Ja, sehr schön. Jetzt könnten wir rein theoretisch wieder zu dem Auto und dann darüber. Das ist natürlich sehr schön. Ich schaue aber noch mal kurz, ob wir jetzt hier an der Tür irgendwas einsetzen können. Tatsache. Okay, dann fehlt uns noch der Schlüssel. Können wir da noch mal reingucken? Nee. Gut, damit ich jetzt nicht drum herumlaufen muss, porte ich mich einmal zum Auto. Und wir können jetzt zum Herrenhaustor. Wow. Hier haben wir ein Tuch. Ein trockener Lappen. Oh mein. Er scheint auch unter Hypnose zu sein. Ja, der sieht echt gruselig aus. Ich dachte gerade so, oh, scheiße, was ist das denn? Oh Gott. Sieht aus wie ein Polizeiauto. Okay, da geht's weiter zum Hinterhof. Dieser Ort sieht wie eine Festung aus, zumindest von hier aus. Ja, überall diese Schlangen. Der Sheriff ist hier. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie ein Polizeiauto. Gut, Drahtschneider, wir machen uns direkt mal einen Eingang. Da haben wir schon wieder eine Krähe. So. Ein Sandhaufen. Ich denke mal, da müssen wir nachher was ausbuddeln. Auf dem Dach liegt ein Hammer. Aber ich reiche nicht heran. Okay, wir kommen auf jeden Fall nicht an den Hammer ran. Ein Sandhaufen, okay. Ich gehe nicht dorthin. Da sind tausende von Schlangen. Okay. Hier, wir haben eine Leiter. Da kommen wir auf jeden Fall jetzt an den Hammer ran. Damit könnten wir eventuell das Schloss hier irgendwie zerdeppern und irgendwie aufkriegen. Wir versuchen unser Glück mal. Ja. Mal schauen, ob ich recht habe. Nee. Ah, vielleicht erstmal das Tuch drauflegen. Ja, genau. Wenn sie meckert wegen zu viel Lärm, auf jeden Fall das Tuch drüber legen. Haben wir hier irgendwo Licht? Ich sehe gerade nichts. Ach, wir haben die Taschenlampe, lol. Guten Morgen, Jay. Guten Morgen. Jo. Ah, okay. Lichtschalter. Okidoki. Was haben wir? Wir haben da ein Ausrufe, ach, ein Fragezeichen. Bergbauwerkzeug. Sie sind immer noch schmutzig. Bruder, du benötigst das Auge, um das Gerät zu versorgen. Der Effekt wird so lange anhalten, wie erforderlich. Lange lebe Sissing. Ah ja. Sind wohl alles jetzt Anhänger von dem bösen Bruder. Okay. Was haben wir da noch? Ah, okay. Gut. Oh, alles so grüner Glibber, ey. Bäh. Aktuelle Ladung 50 Fässer. Ah, 50 Liter Fässer, 5 Stück. 30 Liter Fässer, 10 Stück. Von London, UK. Lieferung nach Serpent Creek, USA. Nächste Lieferung November 1953. Der Schlauch ist voller Löcher. Wo ist ein Klebeband, wenn man eins braucht? Dieses Symbol habe ich niemals zuvor gesehen. Das sieht für mich aus wie eine 8 oder ein Unendlichkeitszeichen. Ein Topf. Nichts Interessantes, außer ich würde eine lebendige Schlange brauchen. Eine lebendige Schlange? Oh Gott. Die Stufen sind rutschig. Ich sollte den Sand drauf... Ah ja, Sand drauf streuen. Okay. Dann holen wir uns einen Topf Sand. Und so. Hoch ins Arbeits... Oh, aber ganz leise. It's getting kind of messy, wouldn't you agree? With Black Dead and the girl... It doesn't matter. I finally got what I came here for. Yeah, after 3 years of using the town for your dig in the old mines,
Careful now, Sheriff. Or else what? You'll put me under the spell of your precious artifact? Is that it? I'm the one who keeps that machine running. I'm the one who's running this show. And I'm the one who will reward you. Really? Does that mean you can... Patience, Sheriff. I will deal with you soon enough. Now, make sure no one tampers with the device. Okay, das wird sehr wahrscheinlich unser nächster Schritt sein. Nanu, warum leuchtest du denn so auf? Ah ja, hier haben wir den Meteor. Wir haben hier den Hotelmanager und jetzt den Sheriff. Fehlt noch eine Person. Und dann führt alles zu ihm hin. Das wird sehr wahrscheinlich der Bürgermeister sein. Da bin ich sehr, sehr sicher. Oh, ein Minispiel. Da fehlt aber eine Karte, ja. Geht ekelhaft. Die Schublade ist voll klebriger Schleim. Ja, das dürfen wir sehr wahrscheinlich erstmal sauber machen. Okay, dem Drache fehlt ein Horn. Tja, wir haben im Moment leider nichts in unserem Inventar. Okay, das ist wieder das. Ich dachte, das wäre jetzt was anderes. Das ist doch mal ein Spiegel. Ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Okay, was haben wir hier? Das dürfte das Artefakt sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder was sich darin befindet. Aber mit Sicherheit weiß Braemius Bescheid. Das ist ein Glasgefäß für Tieftemperaturflüssigkeit. Flüssiger Stickstoff. Ich brauche einen Schlauch und einen Behälter, um es dort einzufüllen. Okay. Wir haben da das Klebeband. Ah ja, warte mal, ich weiß noch. Wir gehen einmal zurück durch den Keller nach draußen. Und wir hatten hier irgendwo... Na, wo waren das? Wo lag denn... wo lag denn bitte... Hä, warte mal, wo lag denn der Schlauch jetzt, der so durchgekaut war? Ah, da. Okay, sehr schön. Dann verbinden wir das mal. Und wir drehen mal voll auf. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Bruder, es freut uns zu hören, dass die Grabungen beinahe beendet sind. Unsere Arbeiter für den Lebenssamen waren nicht vergebens. Cecines Auferstehung steht bevor. Hüte den Samen und halte ihn im Auge fern. Halte ihn vom Auge fern. Wir erwarten dich in London. Deswegen beim Globus auch das Loch in London. Alles klar. So, aber ich denke mal... Wie romantisch. Ja, okay. Hier sind wir erstmal fertig. Hier sind zwei Terrarien, aber nur eine Schlange. Wo ist die andere hin? Ah, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay. Wir dürfen wieder was basteln. Ein paar Gegenstände suchen. Ein Winkelmesser. Ein Stempelkissen. Ein Thermometer. Das haben wir hier. Eine Weinflasche. Handschuhe. Ein Schwamm. Umschlag. Ein Augapfel. Eine Teetasse. Ein Skalpell. Ein Kragen. Ein Kragen? Hä? Ein Kragen, naja, ah, hier, lol, okay. Und eine Maus. Gut, oh, ich hoffe, wir kriegen nicht die Maus. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir müssen irgendwie die Schlange anlocken mit dem Futter. Was machen wir mit dem Skalpell?
Vielleicht hier das Aufschneiden. Aha. Oh ja, eine grüne Spritze. Okay. These are Owen's files. The sheriff recommended killing him. What did he mean by pets? Zimmer 6. Töte ihn. Setze deine Haustiere ein. Owen ist von Scotland Yard. Er ist kein normaler Terrorist. Er ist kein normaler Tourist. Oh mein Gott. Okay, ich denke mal, wir müssen zurück zum Hotel. Ja. Spritzen mit Mamba. Ich würde echt noch gern wissen, was da drin ist. Das ist echt kurios. Wirst immer angeguckt. Oh. Oh nein. The antidote. You must finish the antidote. You'll find the equipment inside. This is what I came here for. Take the gun. Be careful. It's still inside. Oh mein Gott. Ah, ein Revolver. Schon schön. Naja, das ist ja auf jeden Fall nicht das Gegenmittel. Okay. Oh, da liegt ein Zettel. Oder was ist das? Metallkarte. Okay. Na dann. What on earth happened here? Oh, wir dürfen wieder spielen, oder? Ja, cool. Okay, wir haben hier was. Wir haben den Stuhl. Kaputtes Fenster. So komische Spuren. Da Kratzer in der Wand. Einschusslöcher. Die zwei Sachen. Hier oben haben wir Einschusslöcher. Oh, okay. Let's see what the evidence says. Okay. Owen rushes in through the balcony door. He tries to barricade the door with a chair. A huge snake breaks in through the window. Owen fires at him. Owen manages to shake the snake off with a bat. He gets closer so he can finish off the beast. The reptile jumps Owen and pushes him off his feet. Owen shakes the creature off and throws it into the wardrobe. He's out of ammo. He reaches for his gun holster on the armchair. But the beast gets out before he can load the gun. The snake wraps itself around Owen and bites him fiercely. Owen shoots in panic. He fights the snake off for the third time, throws it into the wardrobe, and ties the belt around the door. Now I know how he got injured so badly. Let's see what's in that wardrobe. Oh nein. Na, ich weiß nicht, ob ich den Schrank öffnen möchte. Okay, nur zwei seltsame enge Spalten, aber kein Schlüsselloch. Okay, dafür wird es sehr wahrscheinlich einen Mechanismus geben. Es ist tot? Ich war noch niemals eine gute Schützin, selbst geradeaus. Oh je, und jetzt? Oh, was haben wir da? Ich muss dieses Metallschloss doch irgendwie entfernen können. Oh, warte mal, vielleicht mit dem hier. Sehr schön.
in dem Menschen schwarze Mamba trinken, werden sie in einen Hypnosezustand versetzt. Alle Personen, die unter dem Einfluss der Droge stehen, können einfache Aufgaben erledigen, aber nicht sprechen. Sie scheinen nicht müde oder hungrig zu sein, wodurch sie zu perfekten Arbeitern werden. Obwohl Mamba ein Teil des Gehirns ausschaltet, benötigt man Radiowellen mit niedriger Amplitude, um den vollen hypnotischen Effekt zu erzielen. Eine etwas erhobene Signalstation für die Wellen kann ein Gebiet von einigen Kilometern abdecken. Der lokale Leuchtturm wäre der perfekte Ort. Okay. Desinfektionsmittel? Scheiße. Tja, wofür brauchen wir das Desinfektionsmittel? Er braucht das Gegenmittel. Ich muss mich beeilen. Scheibenkleister. Okay, ganz schnell. Ziele. Wo ist die Karte? Aber wir müssen raus. Oh, okay. Wir können nicht weg. Das ist aber nur das Buch. Was haben wir denn hier? Wie können wir das irgendwie aufkriegen? Ah. Ach du meine Güte. Schwarze Mamba. Stabilisator, Katalysator, Hyanzid-Extrakt, Desinfektionsmittel, demineralisiertes Wasser. WTF. Okay. Okay, ich mach mal lila zu lila, grün zu grün. Dann haben wir hier oben rot zu rot. Dann türkis zu türkis. Ich mach's einfach mal nach Farbe. Eines der Fläschchen ist zerbrochen. Sehr schön. Das ist eine so super, ganz toll und keine Ahnung. Und wir haben auch keine gelbe Schale. Wir brauchen einen weiteren Trichter. Verdammt. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht raus. Wir können nicht in unsere Zimmer rein. Fest verschlossen. Kassenkurbel. Oh, warte mal, der hat doch in der... Genau, der hat doch hier jetzt eine Kasse. Was ist da drin? Stabilisator. Hier können wir es zusammenbasteln. Sehr schön. Oh, wir kriegen hier die gelbe Kanne. Dieses gelbe Schälchen. Das ist sehr schön. Ah, Stiefel. Kerze. Aber die müssen wir erstmal ausmachen. Wie machen wir die Kerze aus? Haben wir Wasser oder so? Ah, dann hiermit. Okay. Komm, schnell. Kerze, eine Seife, Apfelkern, gewinnen. Aber das müssen wir dann erstmal frei rubbeln oder so. Okay, sehr schön. Klappmesser. Was ist hier? Malerpinsel. Ein Stück Kohle, Taschenflasche, wieder der Flachmann, ein Flaschenöffner und ein Friedenszeichen. Sehr schön. Gut, okay. Uns fehlt aber, glaube ich, jetzt noch was. Oh nee, wir haben alles. Sehr schön. Okay, jetzt das noch dahin und die gelbe Flüssigkeit hier rein. Okay. So, ich denke mal, wir müssen die Farben einfach hier so gucken, dass wir die so tauschen. Oh, wir bekommen den da nicht runter. Nee, das müssen wir noch mal so machen.
Okay, wie bekommen wir den? Wie bekommen wir den dahin? Oh, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Okay, super. Das ist doch hoffentlich das Gegenmittel, oder? Geil. Okay, cool. Schnell. Komm, schluck. This is bollocks. Hä? Listen, you need to stop this madness. Here is the key to the lighthouse I snatched when Wilson wasn't looking. You'll figure it out. Stop those evil bastards. Don't worry, I'll be all right. I just need to lay down here for a while. Oh, geil. Der letzte Schlüssel. Okay, ich würde sagen, dann mal direkt auf zum Leuchtturm. Oh, da haben wir noch was zu erledigen. Was mit dir? Okay, nix. Ah, hier können wir noch was zusammenbasteln. Das können wir auch direkt noch machen. Ein Spray. Eine Ratte. Oh Gott. Ein Beil. Ein Meißel. Munition. Ein Weinglas. Eine Schutzbrille. Wo haben wir die Schutzbrille? Da oben. Ein Drehkreuz. Wofür ist das? Ah ja. Hier haben wir das Drehkreuz. Klebeband. Nagelzieher. Damenhandschuhe. Okay, und der Aschenbecher wieder einmal. Gut, wir sind fertig. Wir bekommen neue Munition. Drei Schuss. Naja, besser wie nichts. Für uns gute Schützen. Und ich würde sagen, es bleibt nur noch der Leuchtturm. Oh nein, der Sheriff. Wir müssen ihn K.O. schlagen. Oh, warte mal, vielleicht an der Laterne da oben. Ha. Oh, wir sind aber besser geworden mit dem Schießen. Der braucht jetzt nur noch ein... Also, sie hat nur noch einen Schuss gebraucht. Sehr schön. Nein, den Schlüssel. Und nichts wie rein da. Ziel erfüllt. Wir sind im Leuchtturm. Nee, im Leuchtturm sind wir jetzt. Und wir schauen mal hier. Leuchtturm von Serpent Creek. Der Leuchtturm bietet mit einer Höhe von 46 Metern einen atemberaubenden Aussicht. Der Bagheera. Der Leuchtturm wurde ursprünglich im späten 19. Jahrhundert von britischen Siedlern während des Goldrausches errichtet. Touristen können ihn im Frühling und Sommer besuchen. Okay, okay, hier geht's nach unten und hier, ich denke mal, da war einmal ein Hebel. Okay, das heißt erstmal nach unten. Ach je, was ist das denn? Sieht seltsam. Ich wette, dass hinter dieser Wand ein geheimer Durchgang ist. Ja, da gehe ich mal auch von aus. Das ist das Auge von Goku Mats, so wie Helen sagte. Aber wie schalte ich den Laser aus? Tja, hier fehlt der Hebel. Ah, der liegt da unten. Sehr schön. Nee, okay. Dann müssen wir einmal zurück und benutzen das hier irgendwie. Oh, Bagheera, erschreckt mich nicht so. Ach, herrje. Oh. Years of research. Millions of pounds invested. 3 years of digging through solid rock. All of this nearly destroyed by one person. You. It's high time for you to disappear, little pest. And your friend. Wie wär's mit erschießen? Ah, this is not over. Not by a long shot.
Oh, der Sheriff ist weg. Sie stecken alle mit drin. Alle, du musst... Okay, das ist der Zettel, den wir... Ramius hat die Tür von innen verschlossen. Es muss einen anderen Weg da rein geben. Ja, sehr schön. Ja, das sollten wir vermutlich nicht berühren. Okay, wie kommen wir... Oh. Oh, der macht gerade unsere Dingens weg. Hey, Wilson, stop! Phew. That was close. Sneaky bastard. Oh je. Warte, wo hat er das denn hingeschmissen? Da. So, wir haben beides wiederbekommen. Ich habe die Stromzufuhr unterbrochen. Jetzt sollte ich es problemlos berühren können. Ja, aber sollen wir jetzt hier runterrutschen oder was? Tatsache. Lol. That was one thrilling ride. Oh, hier können wir wieder was zusammenbasteln. Schraubenschlüssel. Künstliche Hand. Ohne Aufziehschlüssel. Okay, wo haben wir denn den Aufziehschlüssel? Den haben wir doch da. So, ein Baseballschläger. Den haben wir hier. Nummernschild. Grünes Horn. Einen Feuerlöscher. Ein altes Boot. Ein altes Boot. Okay. Ein Degen. Ein Pinsel. Den hatte ich auch gerade schon gesehen. Chips. Eine Axt. Ein Seil. Und jetzt fehlt nur noch das Boot. Wo zum Heck ist das alte Boot? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das war doch ein Schuh. Lol. Okay. So, wir müssen... Oh, einmal beim Herrenhaus und beim Leuchtturm. Ich gehe mal zuerst zum Herrenhaus. So, was hatten wir denn hier zu erledigen? Ah, der Spiegel ist eine Tür. Lol. Ramius, stop! You're not gonna get away with this. Ah, da war das Ei drin oder so. Ah, der Drache, dem fehlt doch ein Horn. Hier, bitteschön. Ah ja, wir bekommen das Puzzleteil. Okay, ein von zwei. Kann ich auch gleich wieder schon zurückgehen. Aber vielleicht kriegen wir hier das zweite. Eine Brieftasche. Ein Weinglas, ein Kalender. Kalender. Okay. Ein Monokel. Eine Zigarre, ein Stempel. Da ist der Stempel. Ein Schirm. Ein Gefäß, ein Käfer. Okay, ein Dolch, ein Hut und ein Hebel. Hebel. Da ist er, okay. Was können wir jetzt mit dem Hebel machen? Okay, wir haben beide Puzzleteile schon.
Gut, vervollständige das Bild, indem du Bildteile austauscht. Okay, wir schauen mal. Ich denke mal, dass die mit dem grünen Rand die Ecken hier sein sollen. Und dass das hier halt die... Dass mit dem grünen Rand halt der Rand gemeint ist. So, dann kommt das noch dahin. Oh, das gehört nach da oben. Das ist eine Ecke und hier haben wir auch noch ein oberes Stückchen. Gut, dann schauen wir doch mal. Das sieht soweit eigentlich oben schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke mal, dass der Baum hier irgendwie mittig hin soll. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nee, das muss wohl ein bisschen tiefer. Oh, warte mal, ich glaube, der Baum brennt gerade. Okay, dann muss das alles ein bisschen tiefer. Aha, okay. So langsam kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher. Aha, da haben wir einen Wasserfall. So, das sieht doch alles schon mal gut aus. Da oben, nee, hier unten, da liegt noch ein Ei. Ah, das ist der Bruder. Und das ist wohl keine Ahnung wer. Wir drücken den Knopf und wir kommen natürlich in diesen mysteriösen Tunnel. Das war ja klar. Fragst du dich, wohin dieses Kabel führt? Ja, das tue ich. Und ich würde sagen, wir folgen dem Kabel, welches so leuchtet. Ach, schau mal eine an. Wir sind schon wieder hier. Und wir können den Hebel sehr wahrscheinlich jetzt da reinhauen. Genau. Und entwirre die Kabel, indem du die Knotenpunkte bewegst, sodass kein Kabel ein anderes kreuzt. Ach je. Okay, Moment. Es darf sich keines kreuzen. Okay, dann müssen wir mehr Platz da drin machen. Okay, das sind schon mal die vier außen. Die können wir ruhig mal ein bisschen länger ziehen. So. Das kommt dahin. Das dahin und das würde ich sagen... Was machen wir mit dem? Wir ziehen die mal alle auseinander. Okay, also ich würde sagen, das hier muss auf jeden Fall hier rein. Dann das hier kommt da rein. Die dürfen sich nicht kreuzen.
Oh mein Gott. Was zum Heck? Oh mein Gott. Was machen wir denn hier? Wir haben es geschafft, sehr schön. So, und jetzt machen wir es einfach kaputt. Tada, sehr schön. Und wir können das Auge nehmen. Oh, wow. Ich habe den Strom zu den Tunneln unterbrochen. Ich kann nicht mehr zurück. Okay, ah, wir sind jetzt hier. Und wir können nach oben. Wow. Helen, you're alive. You. So, my beloved twin snakes failed to stop you. No matter, I've already won. The seed of life is in my possession. My God's resurrection is at hand. Sizzin will reclaim the earth and kill your kind. Yeah. First, I shall feed on your flesh. You see, it's been a while since my last meal. Nein. Two of you will do just fine. Pass mal auf, jetzt kriegst du den hier. Bams! What are you doing? The seed! I cannot allow it to hatch yet! This is just the beginning. Lol. Okay, 3 Jahre später. Internationale Ermittlungen decken großen Schmuggel auf. Ein Mitarbeiter von Scotland Yard möchte keine näheren Details über... bla geben. Leider leiden die Bürger von Serpent Creek an einer Massenamnesie. Korrupter Sheriff Jay Wilson steht nächsten Monat vor Gericht. I'm so glad to see you. This will make one heck of an article. The town seems to be back to normal again. Or at least almost normal. And the sheriff is going away for a long time. I'm just sorry about Joe and Black. I guess they are still searching for the mayor's body. I hope he's gone for good. I guess we'll just have to wait and see. Oh, das schreit doch nach einem zweiten Teil. Tja, und das war 9 Clues. Sehr schönes Spiel und ich bin mal sehr gespannt, ob es da jetzt noch einen zweiten Teil von gibt. Muss ich mal raussuchen. Ich habe das jetzt in Steam leider noch nicht gefunden. Aber ich muss sagen, die Story war gar nicht mal so schlecht und ja, die Zeichnung, wenn man halt Grim Legends gesehen hat oder gespielt hat, es ist schon ein großer Unterschied. Aber von dem Spielaufbau her ist es eigentlich sehr gleich und sehr einfach, würde ich sagen. Die Rätsel waren super, wie sonst immer auch. Und was mir sehr besonders gut gefallen hat, war dieser Fragezeichen-Moment, wo man halt Detektiv spielen muss. Ne? Das fand ich super geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das übernehmen die dann in den nächsten Teil auch mit, wenn es dann einen neuen Teil geben sollte oder vielleicht auch schon ist. Ich schaue nachher mal nach. Ich bedanke mich erstmal herzlich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play wieder. Danke fürs Zuschauen.